Eure Trikotvorschläge für die nächste Saison sind da. Über den Link in der Videobeschreibung kannst du dich jetzt für die Trikots entscheiden, die dir am besten gefallen. Und logischerweise die Trikots, die am meisten Stimmen erhalten, werden unsere Spieler in der nächsten Saison tragen. Servus oder so, wir haben wirklich keine Zeit zu verlieren. Es geht direkt rein in den Transfer Deadline Day. 10 Stunden haben wir noch und sind dabei auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Aber sind wir das wirklich? Denn viele von euch meinten, dass ich stattdessen besser mal Dominik Kor zum Innenverteidiger umtrainieren soll. Das Ganze dauert auch nur 2 Wochen und wahrscheinlich geht er von der Gesamtstärke her dann hoch. Und das würde dann bedeuten, wir brauchen keinen Innenverteidiger mehr, sondern tendenziell eher einen neuen Sechser. Und bevor wir uns um den kümmern, eine dicke, fette Erinnerung. Scheinbar habe ich es bei der letzten Episode nicht klar genug gesagt. Diese Serie braucht eure Daumen. Die letzte Folge hat jetzt gerade nur 8600 Daumen nach oben. Ich glaube, das ist das Niedrigste, was wir jemals bis jetzt hatten. Deshalb schaut, dass es dieses Mal komplett in die andere Richtung geht. Jeder ballert einen Daumen rein. Von mir aus abonniert keine Sau, ist mir egal. Hauptsache, der Daumen ist da. Ihr seht die neuen Transfervorschläge. Sind nur 2 aus einem Kommentar. Stergio und Omar Ragic sind Innenverteidiger. Aber wir brauchen ja keinen Innenverteidiger mehr. Stattdessen wollen wir unsere 25 Millionen in einen Sechser investieren. Aber auch da warte ich jetzt einfach erstmal noch. Denn es könnte sich ja noch jemand verkaufen am Deadline Day. Darauf möchte ich dann vorbereitet sein. Dafür möchte ich Kohle in der Hinterhand haben. Das war aber schon von Beginn an ein richtig schwaches Angebot von Newcastle. Das hier könnte jetzt schon wieder in eine andere Richtung gehen. Gleich 2 Angebote. Wir beginnen mit Julius Bender. Der ist sowieso nicht so sonderlich viel wert. Aber da wird es dann auch schwierig, einen guten Ersatz zu finden, ohne dass wir am Ende draufzahlen müssen. Deshalb gebe ich den Jungen unter 5 Millionen Euro nicht ab. Und so viel will Watford nicht ausgeben. Passt perfekt. Jetzt bleibt nur noch Carlos Alvarez. Und wenn ich den jetzt verkaufe, Mann, dann wäre ich aber mal sehr gespannt auf eure Reaktion. Komm, wir fangen direkt mit 35 Millionen an. Der Typ hat gar keinen so hohen Marktwert, ne? Für einen 19-jährigen Spieler, der eine 78 hat, ist der eigentlich viel zu wenig wert, Mann. Ja, und auch das wird nichts. Also können wir einfach zur 3-Stunden-Marke springen. Und jetzt wird's ernst. Wer wird der neue Sechser für den FC Hansos? Ah, den Richie können wir uns leider nicht leisten. Der wäre halt schon richtig krass gewesen. Hätte mit seinem Bruder zusammenspielen können. Aber da muss es doch einer von den günstigeren werden. Und ich tendiere da fast am ehesten zu Julian Aude. Ich weiß, das ist ein Linksverteidiger. Aber der kann auch auf der 6 spielen. Wir werden ihn sowieso umtrainieren. Der ist noch relativ jung, 22 Jahre alt. Es ist halt so ein bisschen die Frage, ob der einen Bomb verdrängen kann. Die haben einfach mein erstes Angebot direkt angenommen. 15 Millionen Euro. Rolle, Rotation passt perfekt. 5 Jahre Vertrag. Die schlagen Gehalt vor. Bonus kommt weg. Und jetzt haben wir ihn, unseren neuen Sechser. Und der ist auch echt nicht so verkehrt. Und sein Marktwert ist krank nach oben gesprungen. Von 15 Millionen auf 20,5 Millionen Euro. Der muss ja jetzt ganz übles Potenzial mitbringen. Also ich hoffe wirklich, dass seine Gesamtstärke hochgeht. Wenn ich den zum Sechser umtrainiere, dauert 35 Wochen. Der hat halt auch 86 Sprintgeschwindigkeit und 90 Antritt. Für einen Sechser schon eine ganz üble Geschwindigkeit. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ich da machen soll. Wir haben hier auch noch Martel, ne? Also gute Sechser haben wir definitiv mehr als genug. Es ist so ein bisschen die Qual der Wahl. Ich will da unten eure Kommentare dazu sehen. Und damit war es das höchstwahrscheinlich von dieser Transferphase. Ich meine, selbst wenn jetzt noch Angebote reinkommen würden, müssten wir uns sowieso nicht um die kümmern, aber es kommen keine Angebote mehr rein. Bellingham ist einfach zu Real Madrid gewechselt. Wir haben den Großteil unseres Geldes noch ausgegeben. 10 Millionen Euro sind übrig, das ist dann doch noch einiges. Aber ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Im Hinblick auf die nächste Saison dann. Jetzt, wo die Transferphase vorbei ist, wollen die auf einmal Mitchell Weiser haben und auch ein Angebot für Richie war dabei. Aber ich gehe mal davon aus, dass das beides nichts wird. Obwohl ich mir bei Richie kurz nicht sicher war, weil das erste Angebot von denen schon echt nicht schlecht war. Damit können wir uns jetzt aber endgültig und Vollgas wieder auf die Liga konzentrieren. Wir wollen natürlich nach Europa spielen am 7. Februar gegen den zweitplatzierten FC Bayern. Die Abstimmung hat ganz klar ergeben, dass ihr das selbst gezockt sehen wollt. Vorher trainiere ich aber noch schnell das
Mega-Jugendtalent Damian Hahnheide um, beziehungsweise startet das Umtrainieren. Der soll ein Innenverteidiger werden. Und jetzt geht's rein ins Duell gegen den FC Bayern auf ultimativer Schwierigkeit. Das könnte unangenehm werden. Leider haben wir vergessen, die Rasenheizung anzumachen. Es liegt also mal wieder Schnee in der Michelin-Arena. Sonst habe ich immer dran gedacht. Jetzt ist es halt doch mal wieder passiert. Zumindest hat keiner weiße Trikots an. Das macht schon mal nur halb so schlimm und der Rasen ist zumindest auch etwas grün. Also ich finde, es geht schon halbwegs klar. Erinnert mich ein bisschen ans letzte Bayern-Spiel in der Realität. Johnny Burkhardt ist schnell zu schnell für die Bayern-Abwehr. Aber Remiro pariert seinen Schuss mit dem schwachen Fuß. Koch ist da sowas von blank und dann ist es passiert. 13. Minute, der Chefkoch schlägt zu und es ist nicht sehr Schnabli für den FC Bayern. Wir legen also absolut fantastisch los. Doch dann kommt der FC Bayern mit der ganz schnellen Antwort. Mustafa, keine Ahnung, wer das ist, Mann, aber der erzielt hier auf alle Fälle den Ausgleich nach einem sehr stark gespielten Konter. Also das ist jetzt schon wieder ein richtig verrücktes Spiel hier. Burkhardt raus für Ludwig und der geht rein. Da sieht der Keeper von Bayern ja alles andere als gut aus. Das war wirklich kein perfekter Abschluss von Ludwig. Aber egal, am Ende ist es ein Tor. Und was ich mich gerade frage, warum zur Hölle hat der eigentlich eine Rückennummer und die ganzen anderen Jugendtalente nicht? Ist es, weil er vielleicht mal beim anderen Verein war, weil er ausgeliehen wurde? Das könnte halt wirklich sein, ne? Heißt es jetzt, dass ich Branco, Alvarez, wie sie alle heißen, auch kurz verleihen muss und dann direkt wieder zurückholen? Aber so richtig Bock habe ich da jetzt auch nicht drauf. Was ist denn das für ein Gegentor, bitte? Die schlagen da den Freistoß in die Mitte und keiner läuft mit. Ja, der Volley geht da natürlich rein, das habt ihr gesehen. Jetzt haben wir schon zum zweiten Mal eine Führung verschenkt. Quay bekommt rot. Und es sah wirklich 0,0 nach einer roten Karte aus. Okay, dann habe ich es nicht richtig gesehen. Die kann man definitiv geben. Der Ball war halt wirklich schon meilenweit weg. Dann grätscht er ihm da in die Beine rein. Wir sind in Überzahl. Ludwig mit der Flanke. Bei der Ecke kam dieses Mal nichts raus. Aber jetzt muss doch hier eigentlich was gehen. Bomb. Aber wir spielen ja in Überzahl jetzt definitiv auf Sieg. Was ein Pass von Koch und was treibt Burkhardt. Dafür wird er direkt ausgewechselt und dann kommt noch Aude rein. Gibt also direkt sein Debüt. Das wäre natürlich eine Geschichte, wenn der hier gleich das 1:0 macht. Da ist er. Aber es geht nochmal hinten rum. Da ist er nochmal. Der Pass zu Koch. Ball ist weg. Uns bleibt noch 15 Minuten. Mit dem Unentschieden können wir nicht zufrieden sein, aber uns läuft die Zeit davon. Normalerweise wären Unentschieden gegen Bayern überragend, aber wir sind halt in Überzahl. Aber kriegen es trotzdem nicht auf die Reihe, hier noch ein Tor zu schießen. Zweimal geführt, zweimal den Ausgleich kassiert, dann eine rote Karte und wir schießen trotzdem kein drittes mehr. Das wären halt schon absolut geile 3 Punkte gewesen. So bleiben wir mal wieder auf dem 6. Tabellenplatz, was auch sonst. Gut, mit einem Sieg wären wir auch auf dem Tabellenplatz geblieben, so ist es jetzt nicht. Nächster Gegner ist Darmstadt. Vorher wandle ich Chor um zum Innenverteidiger. Jetzt bin ich mal gespannt. Der geht immerhin um eine Gesamtstärke hoch. Und sein Vertrag läuft übrigens bald aus. Da könnt ihr mir ja mal auch in die Kommentare reinschreiben, ob ich den verlängern soll. Und ich zock jetzt ernsthaft gegen Darmstadt selbst. Ihr habt euch Abwechslung gewünscht. Ihr bekommt Abwechslung. Und das Spiel wurde auch immerhin Vierter bei der Abstimmung. Keine Ahnung wie, aber es ist dadurch in der oberen Hälfte dabei. Und es ist das erste Mal, dass ich in der Serie gegen die selbst zock. Das kann eigentlich nur unangenehm werden. Denn eigentlich müssen wir das gewinnen. Die sind Tabellenletzter. Was ist mit Burkhardt los gerade? Ich weiß, der linke ist sein schwacher Fuß, aber das kann er doch eigentlich alles besser. Schon wieder eine rote Karte. Manu in der 13. Minute. Was ist denn das gerade? Ich finde es schon cool, dass ihr das einprogrammiert habt, aber das ist dann doch ein bisschen arg übertrieben. Was sind das für Tacklings hier, die wechseln? Und ich schieße jetzt hoffentlich diesen Freistoß rein. So einen richtig guten Freistoßschützen haben wir nicht, deshalb muss Ludwig das machen. Ich versuch's mal mit dem Topspin. Der kommt nicht verkehrt, landet auf der Latte. Aber spätestens nach dieser roten Karte müssen wir hier baldmöglichst in Führung gehen. Aber stattdessen
kriegen wir bei einem Konter sogar das Gegentor. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Bei denen ist es halt ein Schuss, ein Tor der Darmstadt, 2-0, 28. Jetzt wird's aber schon ein bisschen lächerlich hier. Ey, Darmstadt ist jetzt aber auch phasenweise einfach zu Prime Barcelona geworden. Was eine Bude von Ludwig war das denn bitte? Zieht da einfach mal ab und legt das Ding in die lange Ecke. Hier ist definitiv noch alles drin. Spielt den rein auf Burkhardt und jetzt muss er ihn machen. Jetzt macht er ihn. Das hat ein bisschen gedauert, aber jetzt steht es zumindest wieder unentschieden. 2-2 zur Halbzeitpause also. Aber dieses Mal kann es wirklich nicht so bleiben. Das hier ist ja nicht der FC Bayern, sondern der SV Darmstadt. Der letzte in der Tabelle. Ludwig, da ist es. 56. Minute. Wir gehen endlich in Führung. Und das geben wir jetzt auf gar keinen Fall wieder her. Franco, Bomb, Burkhardt. Komm, jetzt können wir auch mal wechseln. Aude wird dieses Mal als Linksverteidiger reingebracht. Dazu sind noch Brandt und Martel neu dabei. Das ist eine sehr gute Kontermöglichkeit. Das ist wunderbar gespielt. Ein Bia ist halt Linksfuß und deshalb gehe ich vorbei am Keeper und mache so das 4-2. Da startet der Sechser einfach komplett von hinten nach vorne durch. 90 Meter Sprint, 100 Meter Sprint, was auch immer. Am Ende steht das 4-2 und es muss jetzt die Entscheidung sein. Jetzt schießt Darmstadt noch das 3-4. Da gab es aber halt echt auch wieder gar nichts zu verteidigen. Wir spielen da um den 16er rum und dann zieht der Typ da einfach ab. Aber egal, am Ende gewinnen wir. Bei Darmstadt einfach dreimal dieser Fosu getroffen. Der war schon richtig stark. Am Ende haben wir trotzdem gegen den Tabellenletzten gewonnen. Aber diese Spiele sind schon komplett wild, ne? Branko, es wird viel über meine aktuelle Position geredet. Du spielst da, wo du immer spielst. Keine Ahnung, was der jetzt will. Hahnheide können wir umwandeln. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt drauf. Der geht von der 65 auf eine 66 hoch. Und dann baller ich ihm direkt hier wieder einen Entwicklungsplan rein. Und ab hier würde ich sagen, erhöhen wir das Tempo nochmal ein bisschen. Denn jetzt wird schnell simuliert. Zuerst gegen die Hertha verlieren wir 1-0. Dann spielen wir nur unentschieden gegen Köln. Mehr als der 6. Tabellenplatz scheint es nicht mehr zu werden. Wobei halt schon noch 11 Spiele übrig bleiben. Nächstes unentschieden gegen Frankfurt. Wir halten dadurch zumindest den 6. Platz, aber haben jetzt 8 Punkte Abstand zu Gladbach. Und jetzt geht's gegen Leipzig. Die sind richtig, richtig gut. Aber wir gewinnen. Das gewinnen wir auf einmal. Dank Johnny Burka, der trifft endlich mal wieder. Das waren ganz, ganz wichtige 3 Punkte. Gegen Leverkusen dann wieder ein Unentschieden. Da sind zu viele Unentschieden dabei. Immer noch 8 Punkte auf den 5. Punkt gleich mit Stuttgart. Ich frage mich halt, wie das jetzt ist, ne? Kommt der 7. in die Conference League? Weil normalerweise kommt doch der 6. noch in die Europa League, oder nicht? Schreibt mir das mal sehr gerne in die Kommentare rein. Nächster Gegner ist Hannover, da müssen wir gewinnen. Und da gewinnen wir knapp mit 3-2. Halten mal wieder den 6. Tabellenplatz, man kennt's. Aber vielleicht verlieren die anderen ja mal. Jetzt wollen Jugendspieler weg. Toni Schmidt, Torben Frenser. Der Frenser hat kein gut genuges Potenzial, sage ich, wie es ist. Und das gleiche gilt auch für Toni Schmidt. Der hat eine gute Gesamtstärke. Schreibt mir da mal gerne in die Kommentare rein, was ihr mit denen tun würdet. Die Scouting-Berichte gehe ich noch durch. Da finde ich auf einmal Theo Wagner. Dann kommt wie immer meine Erinnerung. Lasst noch schnell den Daumen da. Vergesst es dieses Mal wirklich nicht. Vergesst außerdem nicht die Abstimmung zu den Trikots. Und dann gibt es noch eine zu den selbstgezockten Spielen. Gladbach, Mainz, Freiburg, Hoffenheim, Augsburg, Stuttgart und am letzten Spieltag Borussia Dortmund. Das wird also so richtig dramatisch in der nächsten Folge. Denn dann wird sich entscheiden, ob wir in einem europäischen Wettbewerb mitspielen dürfen und falls ja, in welchem. Am allergeilsten wäre natürlich Champions League, aber da fehlen uns 8 Punkte nach oben. Das wird ganz, ganz schwierig. Auf Conference League hätte ich jetzt nicht so Bock. Wäre mir die Europa League lieber. Aber das alles finden wir dann in der nächsten Episode heraus. Bis dahin, euer Bernie. Und falls du die letzte Episode nicht gesehen haben solltest, dann kannst du sie ganz entspannt hier nachholen. Da wirst du nochmal wirklich auf den neuesten Stand gebracht. Dann verstehst du auch, was heute genau alles abging. Und falls du die gesehen haben solltest, darunter noch ein anderes Video. Über die Infocard weitere Videos. Ich glaube, ich habe bald 2000 Videos oder so auf YouTube.